Grüß euch, der erste Chris Steger. Und heute sind wir in Wien bei der Maria Theresien-Kaserne. Und da schauen wir uns an, was die Gardemusi alles so macht. Kommt's mit. Der Hauptauftrag von der Gardemusi ist, Staatsbesucher zu begleiten. Aber nicht nur das, sie erfüllen auch militärische Aufgaben. In den letzten Wochen war meine Hauptaufgabe bei der Gardemusik das Vorbereiten und das Proben fürs Militärmusikfestival. Ich freue mich da auch schon ganz besonders drauf, weil da darf ich ein eigenes Lied von mir zerfix mit einem Orchester spielen und das kann man auch nicht jeden Tag sagen. So, jetzt haben wir genug geprobt, jetzt geht's los nach Klagenfurt ins Wörthersee-Stadion. Ja, ich bin rein ins Stadion, alles riesig groß. Wir haben uns die Tribünen angeschaut, wo die Leute dann zuschauen können. Dann habe ich mir schon vorgestellt, wenn die Ränge dann voll sind, wie das ausschaut. Und dann ist es auch schon zur Generalprobe gegangen. Und ab da habe ich noch gewusst, dass das sicher ein super Abend wird. Sehr fix, ich stehe auf dich. Schaut hier schon richtig gewaltig cool aus, aber ich glaube nichts zum Vergleich zu morgen, weil da sitzen dann da über 10.000 Leute drinnen. Und nicht nur die Zuschauer, sondern es sind über 700 Musiker da, ganz viele Militärmusiker von Österreich und von anderen Nationen. Ich freue mich schon voll drauf und gemeinsam wird dieser super Abend zugunsten für Licht ins Dunkel. Sehr fix, ich stehe auf dich.